Followers, ich bin Niklas und willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Sitze doch vor dem Chef. Ich freue mich auch so sehr drauf. Julia, danke für die Ironie. Ich freue mich auch drauf, dich zu sehen, wenn ich gerade in einer voll guten Laune da bin. Ich habe Na, Diego. Dankeschön, viel Spaß. Dankeschön. Tschakka. Ja, vielen Dank. Oh mein Gott, mein Tag war heute so beschissen. Ich habe hier den Sender. Ich habe noch nicht mein gescheites Kostüm an, aber ist egal. Der Soundcheck läuft folgendermaßen, dass ich einfach die ganze Zeit rede und dann einfach auch meinen Text sage und dann kann der tolle Georg da hinten das einrichten, so wie das sein soll. Ja, Entschuldigung. La 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 la. Okay, ich spreche weiter. Ich kann ja mal den Text machen. Willkommen meine Damen und Herren und alles dazwischen zu einer neuen Folge von Kitzler Couples im Brennpunkt. Letzte Woche drehte sich alles um die dramatische Trennung von Van Gogh und seinem Ohr. Heute fiebern wir alle gespannt mit einem anderen Paar mit. Diego Rivera und Frida Kahlo. Okay. Eigentlich käme jetzt ein Jingle, aber der wurde leider rausgekürzt. RIP. Wie schnell das doch gehen kann. Ein bisschen singen, bitte. Ah ja. Ich liebe alle Frauen, mein Herz ist groß. Und doch gehört's nur einer offenbar. Hör. Danke dir, schöne Vorstellung. Danke dir. Der muss einen Halbton höher bei mir. Aber Julia knows best. Was soll der Kanzler eigentlich? Und jetzt geht's ans Haare glätten. Lieber, weil ich eine tolle Schwester bin. So ist es. Weil alle Jugos sind Geschwister. Quasi. Ist einfach so. Was heißt Fingernägel? Ich hatte 6 Jahre Französisch. Auch, aber ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe meinen Fingernägel nachlackiert, damit alles hippie-poppie für die Show ist. Zack. Das ist richtig ungut, aber ja. Aber hey, ich weiß. Wie sieht man das nicht so genau? Man sieht nur blau. Das hat sich gereimt. Blau. Oh mein Gott, ich liebe einen guten Mittelscheitel. Ja! Das sah so scheiße aus. Warte. Ah! Mann! Ist dein Scheiß ernst? Es tut mir leid. Sorry, Elea. Ja. Oh nein, jetzt hab ich hier. Ja? Was machst du jetzt? Ich steck mir jetzt Was machst du? Was steckst du wo rein? Ich steck mir jetzt schon einen Tampon in die Hosentasche, damit ich den gleich auswechseln kann und nicht nochmal hoch muss. Period Positivity. Leute, wir reden offen über unsere Tage. Wenn wir einen Tampon brauchen, fragen wir nach. Finde ich cool. Finde ich cool. Es gibt keine Tabuthemen, über die man nicht reden sollte. Ganz genau. That's the spirit, girl. Oh boy. Ich lieb dich voll, Mann. Ganz kurz
Leute, Opinion. Okay, Opinion, guys. Weil wir broke sind, haben wir unsere Tampons bei Rewe gekauft. Und zwar Tampon-Unboxing. So, wer will die Ehre haben, meine Hose wieder zuzumachen? Entschuldigung, ich habe meine Nägel lackiert. Gleich, wir machen erst Tampon-Unboxing. Und zwar, das ist die dickste Dicke, die die haben, aber aus irgendeinem Grund sind trotzdem nicht alle Tropfen voll. Wieso? Ich mach das jetzt mal richtig flott. Okay, weil eigentlich ist es unten. Schau mal, die haben so eine ganz komische... Ah, fokussier doch mal. Leute, wir müssen eigentlich zum ja, das verstehe ich auch nicht. So, die Mädels, die machen sich jetzt noch schnell die Hose zu. Wir gehen runter, weil gerade schon eine Durchsage kam, dass wir Aufwärmen haben, sowohl körperliches Aufwärmen als auch stimmliches Aufwärmen. Sagt man das so? Ich hoffe ja. Ich hoffe, dass euch das hier überhaupt taugt mit dem ganzen Backstage-Zeug, aber ich finde es eigentlich immer ganz spannend. Deswegen, why not? Act is Simpsons live. Mona, 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 okay, Leute, also es ist 19.46 Uhr. Jetzt kurz bevor es losgeht. Genau, um 20 Uhr geht's los. Wir sind hier gerade backstage. Hallo! That's our choreographer, by the way. She's like the best. Yeah. Hi. She's the best. Wir lieben sie. And, yeah. Oh mein Gott, wir müssen dieses Bohemian Rhapsody nachstellen. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde Zeit, Pipi-Pause und alles Mögliche noch vorzubereiten im
emotional. Draußen ist schon Einlass, die Leute kommen rein und wir freuen uns. Toi, toi, toi. Da sagt man nichts im Theater. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Fun Facts, nie Danke sagen. Ja, weil das bringt Unglück. Dann ist es Glück weg. Jetzt geht's los. I love you all. Toi, toi, toi. Das ist einfach unser letzter Auftritt, den hier. Ja, wir werden es so genießen. Lange nicht mehr gemacht. Wir werden es so genießen. Ich bin nicht so aufgeregt. Es wird gut. Diese Perspektive, in der Nick mit seinen scheiß 1,90 gut aussieht, 1,92. Sehen alle Leute, die meine Größe sind, a.k.a. 1,63, richtig scheiße aus. Peace. Alter. In dem Sinne, Leute, Showtime. Ciao, bis dann. Und bitte! Ehrlich, es hat so Spaß gemacht. Es hat echt Spaß gemacht. Ich habe so genossen. Ich finde Rip Reverse Pier. Wie meinst du das? Rip andersrum. Ich sehe, was sie gustabiert hat. Wie fühlst du dich? So gut! Ah! Geil! Dankeschön! Gerne! Sehr, sehr cool! Okay, Kilian, was ist das hier? Niklas, schau! Boah, das ist es! Erklär mal meinen Followers, was das ist hier. Ein pinkes Etwas. Ja, warum hast du das an? Wegen dem genderunspezifischen Tinker-Turnier. Genau. So Leute, wir sind gerade beim Theater angekommen. Der Niklas vloggt noch schön so die Gegend. Doppelvlog. Das ist der letzte Tag, wir kriegen gleich unser Feedback für unser Stück gestern. Niklas, was hast du deinen Followern zu sagen? Ich hab halt Locken. Er hat halt Locken. Und wir freuen uns voll drauf. Das wird jetzt richtig cool, weil dann alle möglichen Fragen kommen und wir dann antworten sehr gespannt, werden. Weil das ist das erste richtige Feedback, das wir so bekommen. Ja, eigentlich wirklich. Von Außenstehenden. Ja, so richtig detailliert halt. Genau. Deswegen sehr, sehr cool. Wir freuen uns drauf. Und jetzt gehen wir da rein. Okay. Auf ins Gefecht. Wish us luck! Mach jetzt bitte kein peinliches. Okay. Ich schaue ein bisschen messy aus. Aber ich wollte das so. Und ich habe, glaube ich, noch Make-up von gestern drauf. Auf jeden Fall haben wir unsere Nachbesprechung gehabt. Die Kritik war sehr kritisch teilweise, was ich auch vollkommen okay finde. Jeder darf seine Meinung äußern und seine Meinung haben und es muss nicht alles top sein. Nur, wenn man so viel Negatives sagt, dann muss man auch irgendwo was Positives sagen, finde ich. So läuft Feedback für mich und nur Kritik ist einfach irgendwie doof. Aber dadurch, dass so viele Leute zu uns kamen nach dem Stück und jetzt heute noch und für uns wirklich gesagt haben, wie sie es fanden und wie toll sie es fanden, allein das berührt einen schon voll. Und das ist eigentlich auch das, was ich als Künstler und als Schauspieler
transportieren will, Emotionen. Ich will Leute bewegen. Oder wir wollen Leute bewegen. Ich glaube, jeder hier will Leute bewegen. Deswegen sind wir hier. Auf jeden Fall haben wir gerade ein Stück angeschaut und reden gerade ein bisschen über die Kritik oder das Feedback oder ja, dieses Gespräch. Aber mal. Was für alt. In dem Sinne, jetzt noch ganz viele Blaubeeren. Und dann schaue ich mal, was wir noch machen. Keine Ahnung. Hi, ich esse Honigbrot. Weil Honigbrot mit Marmelade. Und es schmeckte fast, als wäre es ein ganzes Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Genau. Ohne Erdbeermarmelade. So. Aber mit Brot mit Honig. Was er gesagt hat. Was sie gesagt hat. Wir waren jetzt gerade 1984 und jetzt kommt die Nachbesprechung dazu. Und dann haben wir ein Podiumsgespräch über Sexuality anhand unseres Stücks. Ja. Weil wir scheinbar ziemlich viel mit Sexuality hatten, was ich nicht wusste. Aber. Aber anscheinend. Man kann ja mal darüber reden. Wenn man einfach Liebe in den verschiedensten Formen auf die Bühne gebracht. Das kann man so sagen. Ganz kurz, diese Nürnberger, alle hier, aber diese Nürnberger sind ungefähr die krassesten und süßesten Menschen und so talentiert und sind einfach toll. Ciao. Also die war ja voll aufgelöst. AIDS-Tüten. Nehmt alle AIDS-Tüten. Okay. Nur zur Frage, wie geht's dir? Ich bin so angepissen. Warum? Wegen lauter Ismus anscheinend. Warst du gerade drin in unserem Nachgespräch? Wie war's? Aber schau, wir sind die Einzigen, die ein Nachgespräch. Kannst du nur ganz kurz sagen, wie du es fandest? Nein, einfach heulen. Also Kommentar. Theater sollte halt irgendwie Freiheit sein. Du solltest alles machen dürfen, ohne komplett gebasht zu werden. Und wenn, dann sollst du nicht eine Freiheit nehmen und andere erlauben, nur weil sich bestimmte Personen durch bestimmte Freiheiten angegriffen fühlen. Ja, und in dem Fall war es die Sexualität. Voll. Ciao. Maggie ist die kurze Sau. Ja, sowieso immer. Und unsere, was hast du eigentlich bei uns gemacht? Ja, ich war Regie aus mit Hans, extrem wichtig für diese Produktion. Ohne mich jetzt, ja, tatsächlich. Wie warst du wirklich? Ich war schön dabei zu sein. Sie war toll. Und es war toll. Und nur ganz kurz, das ist nicht eingebildet, wenn man sich feiert für die Sachen, die man gut gemacht hat. Das kann man nur so sagen, weil sie war krass. Sie war krass. Und das kann man dann auch stolz behaupten von sich. Das ist wieder aus. Das ist dann wirklich so. Wie waren wir? Ihr wart fantastisch. Ich fand, ihr wart gestern fantastisch, ihr wart in München fantastisch. Ihr seid ein tolles Team und Crew Everybody, der was anderes sagt. Und ich liebe uns. Ja, und die anderen, die haben ganz viel Kritik gesagt, aber das ist okay. Du, das ist okay. Theater ist nicht gut, wenn keine Kritik aufkommt. Dafür ist Theater da und kontrovers diskutieren ist auch das, was Theater sein soll. Ja. Und das haben wir alles richtig gemacht. Deswegen finde ich eigentlich Pop von uns. Die anderen sind ein bisschen anderer Meinung, weil es so ein bisschen belanglose Kritik war, teils. Es war halt, es wurde runtergekürzt auf nur diesen einen Punkt und das restliche Stück wurde leider ein bisschen vergessen, was ich sehr schade finde, weil dieses Stück ist mehr als nur eine Szene. Und das wurde ein bisschen vergessen und das ist aber eher eine Kritik für mich an andere, weil ich glaube, das noch ein bisschen offener diskutiert werden sollte. Wir hatten einmal dieses Thema mit der Sexualität und es wurde halt nur noch das besprochen in unserem Nachgespräch und nicht mehr, was war denn an diesem Stück noch, außer eventuell. Weil in dieser Szene Frida Kahlo als bisexuell dargestellt wird und als hetero und dass ja. Dass sie mehrere sexuelle Persönlichkeiten eventuell hatte und sich ausgelebt hat. Das war aber, es ist viel zu groß, um diesen einen Vlog zu packen, deswegen. Voll. Ja. Dein Fazit an die Menschheit? Ja, let's do this. Together, oder? Ja, immer alle zusammen. Weil wenn kann man dann die Rolle nicht genau kann ich als heterosexueller Mensch genauso sagen, ich fühle mich angegriffen. Und dann sagen sie, ja, da ist es, ja, schau, da ist es dann kein Problem. Da darfst du genau dadurch nicht dann. Ich finde es ganz schlimm, auch dieses ständige darüber diskutieren.
Ja, das gehört einfach zu. Das ist kann man sich einfach nicht sagen. Genau, unsere Gesellschaft sollte weiter alles, sein, als immer noch auf diesen blöden Punkt rumzukommen. Ja. Undercover. Ismus. Dadurch, dass man die ganze Zeit darüber diskutiert, was man darf, was man nicht darf, und nur darauf das Prinzip, dass es irgendwie, dass so diese Nicht-Heterosexualität so ganz vorsichtig angefasst wird, wird diese Normalität daraus rausgenommen, was man ja eigentlich überhaupt nicht erreichen will. So. Dadurch, dass man die Freiheit gibt, eine Person, die nicht heterosexuell ist, so zu spielen, wie also jede andere Person, dann wäre es erst normal. Also ich verstehe nicht, warum man im Theater irgendwelche Barrieren setzen muss. Hier hört es auf, hier fängt es an. Weil es ist einfach Kunst und Kunst sollte Freiheit sein. Es ist ja ein Klischee. Wenn das dargestellt wird, dann ist es ja eine Kunstentscheidung. Und ich unterstelle jetzt mir allen, die hier Theater machen, dass wenn man ein Klischee auf die Bühne bringt, dass es eine bewusste Sache ist und dass es eine Absicht ist und nicht, dass das zufällig passiert. Ich glaube, wenn wir zwei in ein Theater gehen, wir gucken uns das gleiche Stück und wir sitzen nebeneinander, haben den gleichen Abend gesehen. Der Lesart ist immer subjektiv. Es gibt keine objektive Lesart. Das hat mir ja auch das hat schöne Video auch vor, was ich da gesagt habe. Ja. Das bei Bamberg, toll, dass, ja, es da ist. Dass da die eine Szene war halt einfach auf Niklas und die andere war auf mir und wir saßen nebeneinander und kannten unsere Schichten gegenseitig und haben uns so angeschaut. So. Ja, voll. It's you. Was ich halt schön an Theater finde, dass man sich selber hört. Ja, das ist schön, ja. Das Festival war cool, Niklas ist cool, Bettina ist sehr müde. Ja, das ist unsere musikalische Begleitung, by the way, die mega krass ist einfach. One-Man-Show, One-Woman-Show. Man? Stimmt, wir sind ja hier sehr korrekt, was sowas angeht. Sehr korrekt. Wir sollten sich echt mal alle locker machen, oder? Bleib locker. Was ist dein Advice für die Menschheit? Do what you want. Liebe wild und gefährlich. Liebe wild und gefährlich. Oh mein Gott, wenn das kein geiler Advice ist. In dem Sinne, bis dann. Ich muss jetzt meine Leute suchen, ins Hostel rennen. Und wie viel habe ich noch? Rennen. Halbe Stunde. Okay, gut. Der Zug kommt gleich. Bis dann. Auf dem Weg ins Hostel erzähle ich euch noch ganz kurz von gestern Abend. Gestern Abend haben wir dann einfach nur noch unser Leben gefeiert. Hatten, wie ihr gesehen habt, ein genderunspezifisches Kicker-Duell, was den Sinn hatte, dass sich jeder irgendwie anziehen konnte mit Fake-Bärten, Kleidern, was auch immer und einfach Kicker spielen konnte, ohne auf sein Geschlecht reduziert zu werden. Was ich eigentlich ganz cool fand, so als Idee. Wir haben echt unser bestes Leben gelebt. Wir hatten echt viel Spaß und haben auch die Zeit richtig genossen und uns einen richtig schönen Abend gemacht und es war ein mega, mega schöner Abschluss für die ganze Sache, muss man echt sagen. Okay Leute, ganz kurz, kann mir irgendjemand erklären, wie man immer der Letzte sein kann? Meine Menschen sind jetzt gerade da vorne und laufen gerade zum Bahnhof. Ich bin wieder der Letzte und ich bin gestresst. Das Endprodukt wird cool. Leute, ohne Spaß, alle lachen mich die ganze Zeit aus, weil ich einfach die ganze Zeit vlogge. Aua. Julia steckt mir gleich alle rein, oder? Weil ich dich wieder filme. Eines für den Daumen. Lass ein Like da. Oh Gott. Abonnieren und kommentieren. Ja, was er gesagt hat. Kommentare. Oder? Genau das. Big Mood. Wir sind alle so am Ass, Leute. Julia ist doch. Gell, Julia? Hä? Wie geht's dir? Gut und dir? Auch. Super. Mir geht's super, wenn ich dich sehe. Also, der Luis, der hat Durst, aber hat nichts zu trinken dabei. Deswegen der Hugo. Noch Fragen? Nein. Danke. Thomas Zug. That's how I do it. That's...
Typisch Robert. Super. Okay. What was the meaning? What I feel for you. Dieses Kind ist hier. That's true love. Oh, look, that's our kid. That's, we just had a kiss and pop up. Plop. Ciao, Tommy. Thomas. What do you want for dinner tonight? I cook whatever you want. Wir sind jetzt gerade angekommen. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Hiermit endet meine ganze Frida Kahlo-Erfahrung. Die ganze Zeit, alles ist so schnell vorbeigegangen irgendwie. Das ist richtig traurig. Das ist richtig, richtig sad. Ich liebe die alle so sehr. Nein, es ist viel zu emotional gerade. Ihr müsst euch überlegen, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Seit Januar bis jetzt, Ende Juli. Das ist so krass. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Und fühlt euch gedrückt. Schaut gerne mal unten in der Bio vorbei, wenn es euch getaugt hat. Dann lasst einen Daumen nach oben da und wenn nicht, auch gut. In dem Sinne, und jetzt musst du nicken. Oder noch besser. Und los.